da wollen wir mal gucken, ob uns das Thema glücklich macht, weil ich habe ja auch das Thema so die Mobilität und dann nur ja so mit Technik und Spielereien. Und das gucken wir uns jetzt an. Okay, los geht's. Genau, Studio 12 haben wir gebucht, steht hier auch in der App und wir können hier per Smartphone alles steuern. Haupteingang, Hoteleingang und Studio 12. Jetzt mache ich mal das Studio auf. Set. Und schon. Wie in einem Raumschiff geht's auf. Wir sind jetzt hier in unserem Zimmer, wie Tobi das nennt, Studio. Wir haben ein etwas größeres Studio als das kleine Studio, wie der Lukas auf seinem Kanal ein Video gemacht hat. Und der erste Eindruck, wenn man reinkommt, die ganzen Lichteffekte sind futuristisch. Das Bett ist riesig. Hier im das Badezimmer hat eine riesige Dusche. Und der erste Einblick ist, hier hat sich was getan im Gegensatz zu einem normalen Hotel. Das ist ein richtiges Zukunftshotel. Ja, und die etwas technischeren Daten zeige ich euch jetzt. Ihr habt die Möglichkeit, eine Farbwelt für das Zimmer auszuwählen. Wenn euch jetzt Pure jetzt nicht gefällt, könnt ihr zum Beispiel Sunset einstellen. Es wird dann fürs Gelber. Oder ihr könnt Jungle, dann wird es schön grün. Wenn euch das zu hell ist, zum Beispiel zum Einschlafen, dann könnt ihr einfach hier den Regler runterwischen. Und dann macht ihr es genauso, wie wenn ihr euer Smartphone dunkler stellen wollt. Ihr wischt einfach auf einem Schieberegler. Auch an die Temperatur ist gedacht. Mit dem Klimatisierungssystem kann man die verschiedenen Temperaturen einstellen, das Ganze auch ausschalten. Ich lasse es jetzt mal so, wie es am Anfang war. Die Jalousien gehen auch runter. Vollautomatisch alles per App. Da gibt es auch voreingestellte Optionen. Man kann zum Beispiel den Modus Schlafen auswählen. Da geht dann der Fernseher aus, das Licht geht aus und die Jalousien gehen runter. Oder man geht Fernsehen ein, dann kommt so eine etwas so eine Kinoatmosphäre hier auf. Oder arbeiten, dann wird es schön hell. So wie einem es gefällt. Den Fernseher schalte ich direkt auch mal an. Einfach per Knopfdruck auf dem Smartphone und mit ein wenig Delay geht es gleich los. Genau. Ah, ein bisschen leiser. Ihr seht hier, in der Haus gibt es viel zu erleben. Das sieht man da auf dem Studio-Kanal. Und ihr könnt natürlich auch den Kanal wechseln. Es wäre ja langweilig, wenn man nur eine einzige Sache sehen könnte. Ihr habt hier die Möglichkeit, zwischen vielen Sendern zu wechseln. Das erste ZDF und so weiter kennt ihr ja alles. Und da kann man auch einfach per Knopfdruck wechseln und das Ganze passiert in Echtzeit. Das heißt, es ist nicht anders als bei einer normalen TV-Fernbedienung, nur dass, wenn ihr zum Beispiel auf Schlafen klickt, dass alles auf einmal ausgeht und ihr nicht 10 Knöpfe bedienen müsst. Und das ist ziemlich praktisch, wie ich finde. Und das ist auch eine technische Revolution sozusagen. Weil man sowas auch für einen Gebrauch machen kann, die Smart Home und sowas. Und das hier ist ein richtiges Smarte nennt sich hier. Und das merkt man auch. Und hiervon werden auch demnächst weitere gebaut. Und wir testen es einfach mal, wie uns jetzt hier im Concept Hotel, im Smart Hotel von Tubit, uns das gefällt. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Eindrücke über das Zimmer und den Campus. Und danach geht es weiter mit dem E-Bike fahren. Auch fürs leibliche Wohl ist besorgt hier im Campus Hotel. Denn hier ist die Minibar inklusive und gibt dort lecker Wasser, wird jeden Tag aufgefüllt. Und hier kann man sich gut gehen lassen und das Bett sieht auch super aus. Ich bin mal sehr gespannt. Das waren ein paar Eindrücke von unserem Zimmer. Und jetzt gehen wir zum E-Bike fahren. Wir sind jetzt hier an der E-Bike-Station. Und zuerst müssen wir die Tür aufmachen. Das geht einfach über die Tobit Campus App. Tür öffnen. Jetzt sind wir drin. Wir müssen uns ein E-Bike auswählen. Es gibt zwei Farben, schwarz und weiß. Hier am Lenker stehen immer die Nummern. Und dann sucht man sich eins aus. Ich nehme zum Beispiel jetzt die 23. Und jetzt aufschließen. Müssen wir zuerst einen Akku rein tun. Hier oben sehen wir übrigens, welcher Akku voll ist. Dann nehmen wir den hier. Und dann sehen wir hier oben, welcher Akku
Wenn man jetzt den Akku hat, zieht man die einfach in das Gerät rein, bis hier diese Lampe grün leuchtet. Dann synchronisieren wir einmal noch. Und dann kann der Fahrstuhl auch losgehen. Ab und an bringe ich noch mein Handy oben rein, für das Navi. Und man kann auch den Akkustand des Akkus sehen, die Geschwindigkeit kann hier die Gänge wechseln. Das heißt, Stufe 1 jetzt langsames Fahren, Stufe 3, damit kann man bis zu 25 Kilometer pro Stunde schaffen. Und das passiert alles per Smartphone. Und da sieht man dann auch, welche angefallenen Kosten es gibt, wie viele gefahrene Kilometer man schon gefahren hat und wie lange man weg ist. Denn nach 24 Stunden erhöht sich der E-Bike-Preis von 1 Euro pro Stunde auf 10 Euro pro Stunde, um den Diebstahl vorzubeugen. Das heißt, am besten guckt einmal mal, wie lange das E-Bike schon ausgeliehen hat. Und ich fahre auch gleich mal los. Mit E-Bike fahren in Aarhus. Es macht sehr viel Spaß, mit Motorunterstützung zu fahren und ich empfehle es jedem, der mal in Aarhus zu Besuch ist. So, und nicht wundern, die E-Bikes sind eigentlich erst ab 16 freigegeben hier bei Tobis. Aber unsere Eltern waren natürlich auch dabei und wir haben jetzt eine schöne Fahrradtour hier durchaus gemacht. Wir erkunden jetzt noch weiter in die Stadt und die Umgebung und ja, tschüss und ciao bei Glücklich TV.